Ich glaube, wir sind bereit. Wir freuen uns alle schon sehr. Wir wollten uns gut vorbereiten, das haben wir gemacht. Und ich denke, auch die Spieler brennen schon auf das erste Meisterschaftsspiel jetzt endlich. Wir sind Austria Wien, hallo. Also ich denke schon, dass wir eine Mannschaft zusammen haben werden, die wirklich wieder vorne mitmischen wird. Und so bitter es auch ist, aber das internationale Geschäft ist halt heuer nicht drin gewesen. Man muss jetzt auch mal sagen, okay, wir haben es uns nicht verdient, weil das ist eine Leistungstabelle und laut dieser Tabelle haben wir es nicht geschafft. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es heuer wieder erreichen. Und das ist das ganz, ganz große Ziel. Und dem heißt es, alles unterzuordnen. Und ich habe schon so das Gefühl, dass wirklich die Jungs auch alle sagen, hey, so wie wir uns jetzt verkauft haben, das sind nicht wirklich wir. Und wir sind Austria Wien und wir gehören international. Wir sind gewarnt. Wir wissen, dass sie stark sind oder stark sein können. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen unbedingt das erste Heimspiel zu Hause gewinnen und so wird auch der Plan sein. Wir müssen aggressiv auftreten, wir dürfen weniger Torchancen zulassen von Grödig. Wir wollen natürlich ein Tor mindestens mehr schießen wie der Gegner und somit ist alles gesagt. Es sollte ein einfaches Konzept sein, aber wir wissen natürlich, dass Grödig auch ähnliche Attribute gestern gezeigt hat beim Spiel auswärts, wie sie vor einem Jahr auch hat. Sie haben dreimal, glaube ich, gegen uns gewonnen. Wir konnten nur ein Spiel gewinnen aus 4 Partien. Das heißt, wir müssen da den Hebel ansetzen. Der Ola Kamara ist wieder so weit, dass er mittrainieren kann. Ob er für Sonntag schon ein Thema werden wird, ist noch fraglich. Aber wir haben jetzt noch zwei Trainings und zwei Trainingseinheiten. Da werden wir versuchen, ihn natürlich bis zum Wochenende fit zu bekommen. Sonst alle mit dabei. Sonst sind alle mit dabei.